In Düsseldorf begrüße ich Garrel Dün, SPD, den Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen. Guten Tag. In NRW laufen einige der schmutzigsten Kohlekraftwerke der Welt. Bergheim bei Köln, Weißweiler, Frimmersdorf, Neurath, Scholven. Feinstaub, Stickoxide, Schwefeloxide. Warum ist das noch nötig? Wir haben ja in der energiepolitischen Diskussion immer wieder betont, dass es sich um ein gleichseitiges Dreieck handelt. Wir wollen die Energiewende schaffen, sicher, sauber und bezahlbar. Wenn man sich nur um eines dieser drei Themen kümmern würde, dann käme man sicherlich zu anderen Ergebnissen. Aber wir haben eben dafür Sorge zu tragen, dass auch der Strom im ganzen Jahr zur Verfügung steht, dass er auch bezahlbar bleibt. Und deswegen werden wir auch noch für einen ziemlich langen Zeitraum nicht auf die Braunkohleverstromung in Deutschland verzichten können. Selbst China überdenkt diese Kraftwerkspolitik und will die dreckigsten Anlagen schließen. Ich glaube auch, dass wir unsere Klimaschutzziele unbedingt erreichen müssen, dass wir dafür auch Vorkehrungen treffen müssen und dass es dann auch darum gehen wird, mittelfristig entsprechend neue Technologien zum Einsatz kommen zu lassen. Also wir brauchen modernere Kraftwerke. Aber eben auch dieser Prozess darf nicht so wie beim Atomausstieg von heute auf morgen angeordnet werden, sondern es muss ein vernünftiger, auch sozialverträglicher Prozess sein, der immer im Blick hat, dass wir in einem Industrieland leben, dass wir Versorgungssicherheit brauchen. Und es ist nun mal eine ziemliche Binsenweisheit, dass Sonne und Wind nicht immer zur Verfügung stehen. Wir also entsprechend konventionelle Kraftwerke auch in Zukunft noch brauchen. Speichertechnologien stehen uns ja noch nicht zur Verfügung. Und wenn dann diese dunkle Flaute da ist, dann braucht man entsprechend Gaskraftwerke, braucht man Kohlekraftwerke, braucht man auch Braunkohlekraftwerke, um die Leistung zu erzeugen, die in Deutschland gebraucht wird. Letztens war in einer seriösen deutschen Tageszeitung eine Weltkarte mit den Regionen der Welt zu sehen, die am stärksten durch Kohlekraftwerke verschmutzt sind. NRW war neben China am schlimmsten. Deswegen geht es ja auch darum, dass man eine Investitionsmöglichkeit wieder schafft für neue Kraftwerkstechnologien. Da sind wir in der Diskussion auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium, mit anderen Akteuren. Wie können wir es schaffen, dass modernste Kraftwerkstechnologie hier zum Einsatz kommt, die danach auch eben zum Beispiel nach China oder in andere Länder wieder exportiert werden kann? Wir müssen da Spitzenreiter sein. Wir haben nur leider jetzt die Situation, dass niemand in neue Kraftwerke investiert, weil eben die Unsicherheit, wohin entwickelt sich eigentlich die Energiepolitik, wohin entwickeln sich die energiepolitischen Rahmenbedingungen, so riesig ist. Wir haben erst vor 2 Jahren eine Neuerrichtung eines Kraftwerks auch im Braunkohlerevier gehabt, aber zurzeit tut sich da relativ wenig. Mir wäre es recht, wenn wir parallel zu den Diskussionen um den Klimaschutz auch zu Verabredungen kämen, wie sieht eigentlich der Energiemarkt der Zukunft aus, damit wieder Investitionen in modernste Technologie auch dann erfolgen können. Um wie viele Arbeitsplätze und damit irgendwie ja auch Wählerstimmen geht es denn genau? Es geht nicht um Wählerstimmen, aber ich glaube, dass 8000 Arbeitsplätze, die direkt betroffen sind im Rheinischen Revier, mit all den Folgewirkungen, und da reden wir jetzt nur über die Braunkohle, wenn wir über den gesamten Kraftwerkspark reden, dann reden wir noch über viel, viel mehr. Aber alleine 8000 hier in dem Braunkohlerevier in Nordrhein-Westfalen sind ja kein Pappenstiel. Niemand käme auf die Idee der Automobilindustrie, Vorschriften zu machen, die dazu führen, dass dort Tausende oder Zehntausende von Arbeitsplätzen morgen abgebaut werden müssen. Und das muss natürlich auch Teil dieser Diskussion sein. Es ist klar, wir wollen die Klimaschutzziele erreichen, aber das muss schrittweise erfolgen. Deswegen finde ich auch den Vorschlag, den Minister Gabriel jetzt gemacht hat, dass er in die richtige Richtung geht, dass wir dort zu Vereinbarungen kommen, die es ermöglichen, schrittweise unsere Klimaziele zu erreichen, aber eben nicht mit der Brechstange. Er hat selbst immer gesagt, man kann nicht gleichzeitig aus der Atomkraft und aus der Kohle aussteigen, und das muss immer auch Maßgabe für die künftigen Entscheidungen sein. Wie viele Arbeitsplätze, um dabei noch mal zu bleiben, könnten denn auf der anderen Seite durch neue Energien gewonnen werden? Das ist natürlich ein ganz positiver Effekt, den wir gerade überall erleben. Auch das sind Tausende von Arbeitsplätzen. Nur ich sage noch mal, so viele Arbeitsplätze auch durch die Herstellung von Windrädern oder hoffentlich auch zukünftig wieder in der Photovoltaikindustrie entstehen können, das löst das eigentliche Problem nicht. Denn Wind und Sonne stehen nicht rund um die Uhr zur Verfügung. Und wir brauchen als Bürger, aber auch als Industrienation, brauchen wir 365 Tage im Jahr den Strom, und das 24 Stunden. Wir können doch nicht darauf vertrauen,
dass uns dann das Ausland den Strom liefert. Also CO2-Emissionen in Polen sind nicht geringer als in Deutschland, sondern sind deutlich höher. Dann aber darauf zu setzen, dass die uns, wenn Sonne und Wind nicht zur Verfügung stehen, den Strom liefern, das finde ich, kann nicht unsere Konzeption sein. Also insofern kann man nicht die Arbeitsplätze gegeneinander aufrechnen, sondern es geht darum, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit mit in die Diskussion immer mit einzubeziehen. Sie und Bundeswirtschaftsminister Gabriel kennen sich ja noch gut aus Niedersachsen. Er stammt aus Goslar, Sie kommen aus Leer. Er hat ja zunächst sehr zurückhaltend reagiert. Sie haben es auch gerade gesagt. Er hat gesagt, man kann nicht gleichzeitig aus Kohle und Atom aussteigen. Aber es ist ja schon so, dass er jetzt einen leichten Schwenk vollzieht und Wege sucht, die Kohle doch zu reduzieren. Werden Sie ihm da auch folgen? Wir wollen mit ihm die Diskussion weiterführen. Es ist ja nicht so, dass am 3. Dezember, wenn das Kabinett in Berlin dazu tagt, schon alle Entscheidungen endgültig getroffen werden, sondern es folgt dann ein Gesetzgebungsverfahren, was voraussichtlich bis zum Sommer des Jahres 2015 andauern wird. Und dort werden wir uns einbringen, genauso wie wir uns eingebracht haben in die Diskussion, die wir im ersten Halbjahr geführt haben, über die Reform des Erneuerbaren Energiegesetzes. Dort waren auch am Anfang viele Ideen, die sehr bedrohlich klangen, unterwegs. Am Ende haben wir zum Beispiel für die Arbeitsplätze in der energieintensiven Industrie viel Gutes erreichen können, sodass deren Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft gesichert ist, dass die Arbeitsplätze dort erhalten bleiben und nicht ins Ausland verlagert werden. Und Ähnliches stelle ich mir auch bei dieser Frage vor. Und wir werden, glaube ich, zwei Diskussionen miteinander verknüpfen müssen, nämlich einmal, wie erreichen wir unsere Klimaschutzziele, aber zweitens, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wieder Investitionen in moderne Kraftwerkstechnologie stattfinden. Wenn man die beiden Diskussionen verknüpft, bin ich überzeugt, kriegen wir ein gutes Ergebnis. Sagt Gerald Dünn, Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.